Er fährt halt auch jeden Tag, ne? Ja. Er fährt auch Lenkrad, oder? Ja, der hat sich das bei Lidl gekauft, das Thrustmaster. Welches ist das, das, was der Dings hat? Da T170 kann das sein oder so? Oder W150? Ich weiß nicht. Das hat irgendwie 179 Euro gekostet, meine ich. Aber das kann jetzt nicht so scheiße sein, oder? Das ist ja eins raus. Nö. Ach, irgendwie, das fällt mir gerade ein, Robert. Du hast mir nochmal die BOP-Dinge mal geschickt. Mhm. Ich blicke in der Seite mal gar nicht durch. Mhm. Du musst jetzt schon sagen. Du musst immer auf die Car-Builds gehen. Auf die was? Car-Builds. Autoaufbauten. Auf gut Deutsch. Da kommt dann, da öffnet sich wieder eine neue Seite und da kannst du dann gucken, wie die die Autos aufbauen. Welche Teile reinkommen, wie viel KW die haben müssen, wie viel Gewicht die haben müssen. Und richtig. So. Oh, warum habe ich den abgleichen kannst. Warum habe ich dir einen TikTok geschickt, dass du da nicht an dich gehen? Was, TikTok? Ich habe überhaupt kein TikTok, was ist das? Ja, ich weiß, aber ich habe dir gestern um 2.43 Uhr was geschickt. Auszusehen, sehe ich gerade. Was, du hast mir was geschickt? 2.43 Uhr. Ja, das schlafen doch normale Leute. Nee, bei mir ist aber nichts an. Ach doch, da. Das letzte Nachricht. Ja, 2.43 Uhr, ja. Ja, da habe ich noch 2 Stunden gespielt. Die Uhrzeit. Du hast auch echt keine Hobbys, ne? Nee, ich kann ja nachts aktuell nicht schlafen. Das auch nicht. Ja, das kommt, weil du tagsüber immer schläfst, weil du nachts wach bist und zockst. Nein, ich stehe spätestens. Oh, ich bin rausgeflogen. Bin morgens immer müde. Oder wie geht's? Ich bin um, dann stehe ich meistens auf. 10, halb 11, alle spätestens. Und gehe meistens um 6 ins Bett. Abends. Ja, genau. Ich stehe meist um, auch am Wochenende um kurz nach 8 auf und dann irgendwann gucken, wenn klar, ich wieder. Die ist aber nicht um 6 erst ins Bett. Nee. Da stehe ich ja fast wieder auf. Ich war aber auch mal so. Die Nächte um die Ohren machen. Damals hat sie noch. Eher jetzt heutzutage, wenn man älter ist, nutzt man den Tag eher. Richtig. Also, nee, aber ohne Scheiß. Ich hatte mal diese Zeit, dass ich das quasi voll drin hatte. Dass ich gut schlafen konnte, auch um normale Uhrzeiten. Aber irgendwie, seit ich aus dem Krankenhaus wieder raus bin, ist das irgendwie vollkommen flöten gegangen. Weil mehr an die frische Luft gehen. Was ist das? Ja, Sonne. Jalousie zu. Also mein Fenster hier, was ich hier in meinem Zimmer habe ich abgedeckt. Oh Gott. Ja, aber auch nur, weil ich sonst nichts mehr sehe auf dem Bildschirm. Ja, wer stellt so ein Bildschirm auch so rum hin, dass das Fenster da reinblendet? Das geht aber hier nicht anders. Muss man den Fernseher halt vor das Fenster stellen. Ja, mal gucken. Ich hoffe, das versieht mir nachher nicht, dass ich rausfliege. Das war jetzt das zweite Mal schon. Sonst starten nach der Quali deine Box immer mal neu. Das ist eine gute Idee. Dann schreibe ich ab. Wie heißt das mit dem BOP? Car-Builds. Ich hab's mir auch gemerkt, Olli. Warte mal, wo bist denn du jetzt? Ach, Pascal, ich habe immer noch keine Antwort von Michi. Michi? Achso, den Troika. Ja. Aber dafür kriegen wir vielleicht eine enorm geile Verstärkung für ACC. Okay. Brian. Sagt dir der was? Ich glaube, ja. Der war dann nicht auch mal viel früher bei Forza. Ja, genau. Der Brian hieß. Brian 0 irgendwas oder so, glaube ich. Brian 69 oder wie er hier heißt. Oder Box. Sowas irgendwie, genau. Ja. Brian O'Connor oder so. Wie ja. Ich glaube, auf Facebook oder so. Genau, richtig. Oder ist der ist gut, oder? Zumindest auf Forza, weil ich wieder auf Assetto Corsa ist, weiß ich das nicht ganz nee. Gut. Ich glaube, da ist er auch nicht schlecht unterwegs. Also, nee, Assetto ist ja auch richtig schnell unterwegs. Okay. Und vor allen Dingen, er kann auch Forza.
Also kann man auch mal in der Not. Naja, genau. Ja, deswegen sag ich ja, bei Vorzeige kann ich schon noch. Hm. Aber seit der Corsa habe ich ihn, glaube ich, einmal gesehen. Ja, er ist jetzt umgezogen, seine Freundin ist schwer erkrankt. Er nimmt sich im Moment erstmal eine Auszeit, hat er gesagt. Hm. Oh, hier habe ich was gefunden. So, alle ready? Alle ready. So, ne. 23 Fahrer, mein lieber Mann. Ja, du musst. Aber auch so viel, ne? Und du musst mal überlegen, das ist das vorletzte Rennen. Das ist eigentlich echt gut. Wir waren schon weniger zwischendurch. Ja, gut, wir sind angefangen mit 2 Lobbys, ne? Das muss man auch mal sagen. Mit 2 Lobbys, 16 Leute. Ja, aber wir hatten auch schon ein Rennen, da waren wir nur 16 Leute oder so. Und das ist immer ein bisschen streckenabhängig. Wo hatten wir das denn? In? War das Spa, wo wir so knapp wenig waren? Nee, Spa hatten wir 2 Lobbys. Bitte, bitte lass mich hinten stehen, bitte lass mich hinten stehen. Ja, ganz vorne. Geil, ich bin letzter, allerletzter. Und Boris ist. Ist das Boris vor mir? Nee. Nee, er steht, glaube ich, links neben mir. Nein, ich habe Insel. Ja. Ich habe Insel vor mir. Platz 8 ist er. Rodrigo ist auch ein DSK, ein GRT-Fahrer? Nee. Nee. Nee, nicht was ich wüsste. Das wäre mir neu. Das sah grad so von der Lackierung so aus. Nee, der hat eine Lackierung vom It's Me, hab ich gesehen. Was? Macht ganz gute Designs. Achso, Gesundheit. Danke. Ja, aber dieser Typ, der macht echt ganz schicke Designs. Er ist zwar nicht gerade schnell unterwegs. Ja, aber das ist ja egal. Fährt nur Aston Martin, aber der macht echt schicke Designs. Also ich habe mir auch schon mal eins geladen. Also bevor ich zum Beispiel das vom The Rock auf dem Aston Martin mir draufgezogen habe, habe ich den Salz gefahren. Okay. Sneak. Dim, 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 dim. Ich weiß nicht, Muffentier, sagt dir auch was, Pascal? Muffentier, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo gehört. Ist auch gelesen. Ist auch auf Twitch, der hat auch verdammt geile Lackierung. Okay. Ist auch ein Deutscher. Ja, noch 10 Sekunden. Ach du Kacke, ey. Dann ist der erste ja gleich rum, wenn ich los war. Ja, ich bin in der letzten Schikane. Satan! Ja, guck, Olli, Platz 1 hast du ja schon mal. Jetzt mal halten, Olli. Bolus. Und den Graben. Ach du Kacke. Gott. Ah.
Boah, was fahre ich hier heute? Wenn Boris jetzt schon so anfängt mit 50,9.
Nochmal eine 50-7 finde ich heute nicht wieder. Wie bist du deine 50-2 gefahren? Das ist schon ewig her. Da sind wir noch bei FGTM gefahren. Das bist du mit mir gefahren jetzt am gestern. Ja, bin ich eine 50-2 gefahren. Okay. Ja. Ach du Scheiße. Ich hätte dann solche Zeiten. Ja, mit Ach und Kraft kriege ich hier so eine. Gut, jetzt habe ich gerade auch noch jetzt einen 50-0. Vorhin ja im Tuning Mann habe ich mal 51-7 bin ich gefahren. Und vielleicht noch die 6 packen, aber ich glaube super viel schneller packen. Retro-Puppe schon wieder am Lecken, wie Wahnsinn, ey. Ist doch nichts Neues. Das ist irre. Komm, zieh vor, zieh! Ja. Ah ja. Guck mal, Norbert. Gibt's ja nicht. Also, aber der schön. Boris, ist der 16, stimmt das? 16 oder 17? Ja, 17 ist er ganz neu, ja. Krass, Alter. Mhm. Kann man denn so jung, so schnell schon fahren? Ja, aber wird wahrscheinlich auch schon jahrelang vor andere Vorzeiteile gespielt haben oder sowas. Ich würde gerade sagen, wahrscheinlich die Konsole in die Hüfte gelegt bekommen. Gut, aber guck dir hier einen Hydra an, ne? Der ist auch mal gerade 17. Ja. Da habe ich für meinen Sohn ja noch Hoffnung. Ja. Also doch, E-Sports. Richtig. Karriere lang. Jetzt auf KX Drift spielt er jetzt, wie bescheuert. Was spielt der? Jungs, ich bin gleich wieder da. Dieses KX Drift oder wie das heißt. Da geht's nur um Driften. Ist das, was Dings auch spielt? Wer? Ja, der Gerdit wieder auch so ein Drittspiel. Ah ja, stimmt, genau, der spielt das auch, richtig. Ja. Also ich starte kurz meine Konsole neu, bin gleich wieder Jo.
So. Wartet Olli seine Box neu? Nee. Ja, was ja, bist du gefahren, Pascal, schon. Gerade? 52.0. Hallo, Bild? Boys, Boys, Boys. Wollte den Ohrwurm. Und dann noch Sabrina, was ist los? Was, wen? Siehst du nicht Sabrina? Keine Ahnung. Das war doch unsere Zeit, Mensch. Was, Boys, Boys, Boys? Warte mal. Ja, ja. Wahrscheinlich konnte die gar nicht singen. Die sah nur gut aus und hatte Riesenhupen. Ja, das ist immer das Wichtigste. Genauso wie Samantha Fox damals. Sabrina, oder was hier ist sie? Simse, da bin Sabrina. Nur Sabrina. Von 87, ja, da war ich gerade 5 Jahre alt, das ist ein bisschen. Dafür kannst du aber gut mitsingen. Schon ziemlich sicher. Ja, den Refrain kann ich. Der schwierigste Teil des Liedes. Ja. Oder sie hieß Margarete, oder wie geht das Lied nochmal? Sie hieß Margarete. Ja. Über 13,5. Genau, wie war. Wie geht's weiter nochmal? Ja, mal drin, ja, mal drin. Ey, jetzt erstmal googeln, ne? Ich war 13. Ja, genau. Ach. Sing hier, sing da. Wir singen schalalalala. Hm? Komm, Olli. Was Güne, wie heißt der? Olli. Buddy. Buddy, Buddy, ins Güne. Nee. Ja, irgendwie so. Ins Güne. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Buddy ja, oder so. Das ist der Rodrigo. Ach, guck mal, der Rodrigo. Der ist 23. 22, 21, 20, 19. Hallo, wieso starte ich als Zweiter? Aus Prinzip. Hallo? Ich hatte nicht da. Hat er danach nochmal eine Runde gewonnen? Nee. Nein. Nee, nee. Nein, der war vor mir. Der war vor ihm. Ja. Der war schon im Ziel gewesen. Direkt reklamieren. Aber hallo. Direkt Einspruch einlegen. Mach ich doch gerade. Und dafür alle GRTs einen nach vorne. Aber jeden. Soll der Chance über. Ach, Oliander, jetzt hast du auch noch Ingrid vor dir. Ingrid und. Ingrid. Also eigentlich ist mein direkter Konkurrent bisher immer gewesen der LeFrog. Aber irgendwie. Der irgendwie, weiß nicht, so einen kleinen Sprung gemacht, dass der immer so eine halbe Sekunde schneller ist. Den hatte ich vor mir die ganze Zeit im Training, die rechts bergauf hinten, ne? Da kommt der immer in den Drift rein. Okay. Du meinst die Doppelrechts, die schnelle bergauf? Ja, die Doppelrechts bergauf, die zweite, da driftet der immer. Weißt du, dann musst du ihn dann gleich immer am Heck erwischen. Tacken zu schnell. Dann. Genau, du gibst dir mal einen, dann ist er dann im Sand. Sorry, da bin ich ins Driften gekommen, da konnte ich nichts für. Mich wundert, dass aber Papagello so weit hinten ist. Ah, jetzt passt das gut. Wobei Monster ist ja auch die ganze Zeit, da war ich vor dem, glaube ich, im Ziel. Papagello? Nee, wo stimmt nicht. Der hat mich 3 Runden vor Schluss, hat er mich überholt. Ja, die zwei hier, Gedampft und Papagello, die sind so, ich würde sagen, Tenny, unser beiden Niveau, so grundsätzlich. Bei denen ist es aber auch nochmal von den Autos auch nochmal unterschiedlich.
Also ich sag mal, wenn ich mich dran erinnern kann, war der Papagallo mit dem Tourenwagen, war der ziemlich fix unterwegs gewesen. Okay. Mhm. Also den Civic, weißt du? Ja. In Laguna Seca hatte ich keine Chance gegen die beiden. Also sind sie mir maßlos davon gefahren. Weißt du, da wird Boris pauschal auf 1 gesetzt. Nee, Artus hat kurz vor Abschluss die Screenshots gemacht. Aber Boris, sein Anzug ist cool. Mit der Kette. Ja, das ist ja ein Standard. Ja, ein Standard. Müsstest du auch haben. Müsstest du auch schon haben. Das. Gibt's Anzüge, du? Ja. Ja. Manu 0815 Crash Kids Dummy. Den hatte ich. Aber den hatte ich auch mal eine Zeit lang an. Den Crash Ding. Das ist ein Dummy, ja. Hm? Hm? Geht's los? Oi. Den Pinata-Jungs habe ich eigentlich viel Erfolg, Jungs, immer ne? gesagt, und so, die wollen geschlagen werden, weißt du? So, den muss ich nicht weg. Ja, viel Erfolg. Ist einfach auf Big Boy. Pascal, du bist Dritter, ne? Nee, Vierter. Hä? Dritter. Nee, doch, schon Vierter. Ich hoffe doch. Ich kann beim Rund jemanden weghauen. Also diesmal hast du die Rete verbindet, dir, Tanny. Ein Kessel von DOBD, Jungs. Naja, ich hab's schon gesehen, Olli. Ganz schlecht weg am Start. Nein, also. Diese scheiß Kiesbett hier, ey. Boah, ist das ein Gehacke hier, ey. Die bumsen hier rum, das ist unfassbar heute. Mal abwarten, ob die in die Box gehen, dann braucht man nicht mehr das sparen. Das geht nicht in der ersten Runde. Laut Andi geht das. Ja, laut Andi. Unserem Fachanwalt. Naja, da fehlst du wieder drauf. So, Boris, fährst du Flügel oder keinen Flügel? Er fährt keinen Flügel. Ne, er fährt viel Flügel. Okay. Also das Crypt-Ding wahrscheinlich wieder. Nee, er hat eins von Fabi drauf, von Hurricane. Nee, das ist dieses Glück-Ding. Ja, hat das gewechselt, oder was? Mhm, ja. Wenn er dann viel drauf hat. Hm, muss ich im zweiten Rennen auch ein bisschen mehr Flügel draufpacken. Eingelenkt. Mann, oh Mann, oh Mann. Mal diese scheiß kleinen Fehler. Ah,
Da hat den ersten Berg auferlegt. Zweiten, ja. Ich bin da gerade haarscharf an dem vorbei, ey. Ja, der hinter mir ist reingewänzt. Ja, der Grüne, der dann im Kiesbestand, der Grüne, der hat mich gerade in den Reifensatz getreten. Ja, Bock war das doch. Keine Ahnung. Diese fucking Curbs. Nein. Oh Gott, ein Puppel hinter mir. Glück gehabt. Boris, was war das? Das Auto ist so verloren oder der Disconnect? Der Disconnect. Worst case Szenario, ne? Mhm. Ja, er fuhr auf einmal geradeaus ins Kiesbett. Okay. Ja, aber ist ja langweilig jetzt für dich, Norbert. Wir können auch noch. Ich komme, Norbert. Ja. Aber komm leise. Ich hab da jetzt nicht so. Ja. Mir kann auch noch viel passieren. Ja, stimmt.
Noch lang das Rennen. Wenn Boris jetzt das zweite Rennen mitfährt, startet er als letzter, ne? Ja. Dann könnte es richtig interessant werden in der, nee, in der Meisterschaftstabelle. Das Auto wegschmissen, ey. Die Schikane in der letzten. Ich weiß gar nicht, wie man da das Auto wegschmeißen kann. Also, das ist ein Tick unstabil, das ist nicht so perfekt. Und wenn ich den zu schnell in der Schikane nach links und nach rechts schmeiße, dann fliege ich ab. Also ich muss jetzt sagen, schon einen guten Punkt erwischen, dass ich dann flüssig einlenken kann. Ach Handy, was leuchtest du hier die ganze Zeit? Hier ist nichts wichtig. Erzähl dir, dein Kumpel fährt hier vor mir. Wer ist denn mein Kumpel? Der Herr Lehmann. Und wer ist hinter dir?
Ja, und da ist eine Gruppe von Vieren und da bin ich auch drin. Und Retro-Puppe ist schon 10 Sekunden zurück. Die konnte dann das Tempo nicht mitgehen. Nee, die war mal hinter mir und dann kommt noch zurück. Das ist ein ER. Ja, ich weiß, aber der macht ja zu viele Fehler. Aber ist ja die Puppe, aber deswegen. Okay. Hallo. Die Annabelle-Puppe. Die Annabelle. Hattest du die früher eigentlich, Olli? Nein, aber ich kenne sie aus dem Film. Genau. Meine Annabelle-Puppe kommt erst nach Hause, denn er ist Feierabend. Mach ich da die Lenkung auf? Mann, Mann, Mann. Und nächste Woche nochmal den Schmaus hier. Mhm. Schon mal gefahren mit der Corvette? Ja, schon öfter. Geht das klar, oder? Fahr ich auch so hohe 50er Zeiten mit. Okay. Corvette geht super hier. Bin die auch gefahren. Corvette ist ein richtig geiles Auto. Ja, das ist ein Allround-Auto. Ja. Am liebsten würde ich auf die wechseln. Ein Ferrari ist schon okay. Der ist halt nicht einfach. Natürlich nicht, aber ich mag es halt kompliziert. Deswegen mag ich es einfach kann jeder. Ja. Der Bock ist in der Box. Ich hab's gelesen. So. Ja, sorry. Was ist, wie krieg ich da dann zum Überrunden? Schon den ersten oder was? Na, hier Melanie. Das ist ein R nur Wort. Ja, weil wenn er Melanie heißt. Jawohl, das hat hier alles geholt. Gott sei Dank. Scheiße, das Bremsen vergessen. So eine Kacke. Oh nein, ey. Vor allem, wir sind ja mittlerweile auch nur 19. Was ist da denn los? Ach, ey. Da habe ich mich vor lauter Freude, dass ich ihn überholt habe, vergessen zu bremsen. Oh, was für eine Heldentat. Super, ne? Ja. Der lacht sich jetzt kaputt, ey. Du bist aber nicht der Erste und auch nicht der Letzte, dem das passiert. Man muss mich halt wieder rankämpfen, ne? Richtig, überholt sie nochmal und verbremst sich nochmal. Ja, super. Wenn man Schaden hat, braucht man den Sport nicht zu sorgen, ne? Richtig.
du bist ein Held, Mann. Oh. Jetzt bin ich voll aus dem Rhythmus raus. So eine Schweiz in die Box, so ein Mist, ey. Ich muss jetzt in die Box schauen. Wenn dann die Dings, ich hab voll im Sekt reingefahren. Ja, super. Ja, oder da an dieser, nach dieser schnellen Rechtskurve, wie er so hoch geht. Danach dann diese. Naja. Die Linkskurve danach, weißt du? Da ist der irgendwie von auf dem Körper irgendwie weggerutscht, keine Ahnung, noch immer so wieder rübergezogen, ein Quatsch. Na, der war Mittwoch beim Training schon dabei, da ist er auch so unsicher gefahren. Oh Mann, ey. 7 Sekunden weggeschmissen. Gucken, dass ich jetzt wieder ein bisschen rankomme. Wenn ich gleich, wenn alles gut läuft, im zweiten ins Ziel fahren wir. Ja, zum Glück haben wir diesen Rückspiegel-Bug hier nicht, ne? Manchmal ist der ja schwarz hier. Aber gut, damit ist jetzt nicht so die Probleme, ich fahre mit der Außenansicht. Achso, ja, stimmt, macht mir gerade ja ein bisschen Ansicht. Schon immer so. Schon früher, wo ich ja Need for Speed Underground so und so schon gespielt habe, da ist ja schon mal so auch schon mal die Ausnahme gesperrt. Ah ja, 52,2. Mal fahren. Oh Gott, ich hab Melanie vor mir. Viel Abstand vorbeifahren. Problem ist, Faden. Teddy hat schon Erfahrung so mit weiblichen Namen im Vorsam. Meinst du Retro-Pufferich? Eieieiei. Den krieg ich denn jetzt vor mir, Wollus? Jo. Hoppala. Die Box kann man vollgas reinfahren, oder? Nee, da musst du runterbremsen auf 1 km/h. Aussteigen. Ja, und schieben. Ja. Aber schon in, aber du musst schon in der Schikane aussteigen. Und dann den Berg runterrollen. Ja, richtig. Und wenn du so tief gelegen hast, brauchst du keine Feinde.
Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag. Och Gott, weil mir nächste Runde schon wieder dreckig. Nee, nee, nee. Ach, scheiße, weiß jemand, wie lange man hier in der Box steht? Da jemand drauf. Lange. Stunde, eineinhalb, zwei. Ja, okay. Also drei, vier Stunden kannst du rechnen. Gut. Du musst alles selber machen, wusstest du das nicht? Ach scheiße. Ich hab doch nichts mit. Nee, ich hab noch nicht mal Satz. Alten Knochen vom Fahrrad. Richtig, der muss reichen. Aber ich glaube, da willst du heutzutage auch noch nicht mal mehr mit am Fahrrad weit kommen. Natürlich nicht. Für alles heute Torx und dieser Leisen und Imbus. Ganzer Bus ist da drin. Ja. Deswegen ist mein Fahrradrahmen so schwer. Richtig. Fährt man schon Bulls Fahrrad und ist trotzdem so schwer. Toll. Das sind Bullenhorn drin. Ich habe auch einen Bulls. Das ist nicht drauf, ganz so schwer. Aber das ist große Eigenmarke, ne? Oder? Ja, Bulls ist Eigenmarke, ja. Das sind aber nicht schlecht, die Räder. Außer man gibt die Kinder in der Hand, dann kann das sein, dass sie nach drei Stunden auch kaputt sind. Toll, muss ich mal einen Mechaniker erst noch anrufen, damit er mir noch Reifen vorbeibringt. Toll. Aber mit der Arte, ne? Aber wir sind ja nicht da. Richtig. Nee, hier, es kommt der Typ von Cars hier. Ja, genau. Luigi. Ja, Luigi. Boxenstoppe. Ja, Boxenstoppe. Oh, ich überrunde Melanie zum zweiten Mal. Voilà. Okay. Ja, wo willst du jetzt hin mit deinem Auto? Mann, Mann, Mann. Melanie ist im Training mit 206 gefahren. Ja und? Schlimm? Nein. Ich wollte nur damit auf die Geschwindigkeit aufmerksam machen. Aber Melanie hat mich jetzt 8 Zehntel gekostet. Das Überholmanöver. Wie du bin ich sowieso nicht. So. Du bist so weiter raus, dann werde ich auf den zweiten Mann. Krieg ich da den X-Leaks? Überhole ich den noch oder fahre ich in die Box? Ah, komm. Den überhole ich noch. Ich jetzt langsam hinter mir gelassen. Ich bin halt sicher hinter mir. Luigi, wer hat meine Schraube gedreht? Nee, Eriko ist das. Also löschen wir die Pfanne weiter für DSK.
Ich hab schon gedacht, weil der Flix ist vor mir. So, ne? Ja, ich hab. Ich hab nur das Design gesehen. In der Ferne. Flix. Was will der denn jetzt hier? Der Oliver. Ja, Olli hat seinen Flug rechtzeitig bekommen aus Kalifornien. Sein Rückflug. Okay. Die sind auch heute 8 Stunden hier Laguna Seca gefahren. Und wo seid ihr jetzt rausgekommen, auf welchem Platz? Von 40, ne? Ja. So, hattet ihr so viele Zwischenfälle, oder? Ne, bei mir zum Schluss. Ich bin vom 16. auf den 17. vorgefahren. Hm? Und zum Schluss muss jeder immer schon lange haben, einfach zu sehen. Okay. Wer hat denn das Ding gewonnen? TX3 oder? Level 2 oder meinst du allgemein? Ne, allgemein. Allgemein. Hm? LMR. Oh Gott. Und auch die Leute, die so schwer vom Begriff sind. Ja, die denken halt nicht viel, die fahren lieber schnell, ne? Ja, davon gibt's viele. Ich auch! Ich kann nicht denken. Wir haben auch so einen, Olli, ne? Oder? Wir können auch so einen, ne? Nee, ihr meint doch jetzt nicht den Andi, oder? Nein. Nein. Was? Andis Kollege. Voll sympathischer Freund. Klar, Kollege. Ja, Pascal, du warst schon. Mhm. Schade. Das wird auch sehr verwundern, wenn der noch nicht gewesen wäre. Und das halt nicht. Nee, ich glaube, ich musste ja vorhin sowieso durch diesen Unfall da. Würde ich gerade sagen, er musste ja in die Box. Ja, die da ist in der Liga und da bin. Ach, noch 5 Runden. Noch 5 Runden. Aber mein Mechaniker ist rechtzeitig angekommen mit der Apel. Na gut. Hm? Hat er wohl bestimmt noch 2 Takt-Booster reingemacht oder so. Ja, der ist hier darin. Ach. Kerosin gefahren. Ja, und 100 Kubiksatz drauf. Ja, richtig. Und hier Sportauspuff. Und 1,50 Liter. Richtig. Normal. Und hat das Licht noch ausgelassen, damit die Lichtmaschine nicht so viel Leistung wegnimmt. Mich wundert, mein Auto ist noch komplett heile. Das kenne ich irgendwie gar nicht. Das kann ich leider nicht behaupten. Meine schöne Lackierung hast du verschandelt. Nein, die anderen haben deine Lackierung. Ja, genau, jetzt sind die anderen wieder schuld. Jetzt sind immer die anderen schuld. Immer diese Ausreden hier. Ja, echt schlimm. Morgen noch mal das Programm? Die schätze mal die nächste Zeit bestimmt mal wieder. Ich kann mal bei uns in die Gruppe reinschreiben. Wieso hast du wieder Geld gewonnen beim Pokern? Nee, weil.
Nee, machen wir bestimmt demnächst mal wieder. Statt Vatertagstour können wir denn ja hier pokern. Ah nee, Quatsch, geht nicht, da fahre ich ja zu Matze. Weil ich ein Fett, oder? Hm, normal, du bist heute leise. Ich habe nur Fette Ohr im Handy. Steht schon Fett, oder was? Wenn die Zahlen und sowas alles bleiben, dann fahren wir da wohin, ja. Ja, ein bisschen. Kann auch sein, dass ich die gleich ein bisschen lauter schrauben muss. Was heißt hier vor mir? Das ist der letzte, ne? Bei einer Zeit von 1,58 angekommen. 1,58. Ich habe immer noch keine saubere 50er Zeit hier stehen. Das gibt es nicht. Und ich habe gleich noch ein ganzes Rennen. Da fährt der Boris wieder mit. Wenn. Aber hinten, ja. Nee, ich habe nur 50-1 habe ich jetzt sauber stehen. Nicht schneller, oh Gott. Manu, was haben wir passiert hier? Weil sind er mir 3 bis 3,5 Sekunden von dem Dreh. Also mal sehen, wir in der Beste schon gar nicht mehr. Ja, ganz kurz ein Ausritt ins Kies wahrscheinlich. Dann wäre das oder vielleicht auch was in diesen Mittern wieder vorgefallen. Wieder eine Box liegen. Der Melanie. Hm, das reicht. Die war gerade sehr, sehr langsam auf. Mach nichts, kann ich gleich nach dem Rennen nämlich erstmal so eine rauchen gehen. Weil ich glaube, ich habe die jetzt zweimal überrundet, dann geht es jetzt aufs dritte Mal. Also dann muss es. Mich hast du schon 70 Sekunden Vorsprung, ich bin auf 12. Mit 70? Ja, nee, dann kriegen tue ich dich dann nicht mehr. Dann fährst du jetzt gerade Startziel hoch, oder? Ja. Keine Ahnung, das ist bestimmt 2 Minuten Vorsprung zum letzten. Nee, der letzte ist Melanie und ich überrunde ihn gleich wieder. Der fährt jetzt gerade aus der Box raus. Ich komme jetzt auf die letzte links drauf zu. Der Melanie. Wer wie was? Wer wie was? Wieso, weshalb, warum? Ja. Schlimm, Oliver, ne? Das geht die ganze Zeit schon so mit denen. Als wenn ihre Kindheit nachholen müssten. Ja. Palim, Palim, meine Flasche Bombes, bitte. Ne, das war gar nicht Ollis Kindheit. Nein, war nicht Ollis Kindheit. Das war meine. Was? Was war nicht meine Kindheit? Palim, Palim. Meine Flasche Bombes, bitte. Stop Nonsense. Lorio, sagt er jetzt raus. Wie heißt der? Didi Jalla vorn. Ah, Didi. Du warst. Didi war das.
Und wie hast nein, doch. Oh, wer war das? Das ist der. Nein. Oh Gott. Olli. Hallo. Ist das? Ihr wisst schon, wann ich geboren bin. Gerade eben. Nein, doch, oh, das war doch, oh, wann war das? Auch Mitte 80er? Was oder, denn? Oder ist der Film noch älter? Die und seine Kohlköpfe? Nö, das muss so Anfang Mitte 80er gewesen sein. Also ich weiß nicht, auf der Strecke komme ich unheimlich gut in meinen Rhythmus. Und sicher für nächsten Freitag. Yes! Ja, ihr müsst euch ja alle ganz nur ein bisschen einschießen, ob das andere Auto gut ist. Ja, eben. Auf reinscheißen? Ja, reinscheißen. Genau, ins Auto fassen, müssen wir das mal. Mhm, genau. Auto fassen. Ich messe. Ach Gott, oh, ist eh die letzte Runde egal. Ja, so nochmal schön Drift hier, so. Das ist der Kassiste, Mann. Keine Ahnung, wo ich meine 50er Zeiten hier im Moment liegen lasse. Nein, Pascal, ich schenke dir nicht den ersten Platz. Auch nicht der Wahl. Das habe ich schon auf 25 Sekunden erwarten müssen. Ja, ich war überlegen, fährst du mal in die Boxen? Nein. Das glaube ich dann doch ein bisschen zu viel, ja. Da waren die 30 und 30 Sekunden hier drin, oder? Ja. Glaube ich. Doch, eine 51,4 sind wir noch geschafft. Mhm. Ja, ich will mal fix einen rauchen. Viel Spaß, viel Spaß. Ui, 53-0 immerhin. Mit Lenker, ne? Was? Lenkrad. Nicht Lenker. Carsten sagt immer mit Lenker. Fahrradlenker. Deswegen sagen wir auch immer mit Lenker. Carsten fährt wahrscheinlich mit dem Fahrradlenker. Ja, so wie der fährt, ne? Hat er noch so eine Klingel nach dran. Aber es ist nicht richtig im Rahmen festgeschraubt, der dreht sich so. Kennt er das? Na, gleich wieder zusammen. Boah, der Axel, ey, 52 sind er nicht.
Ja, da. Aber irgendwas muss passiert sein, Boah, sind fünf Leute raus. Habt ihr auch ein Echo? Bei Olli nicht auch ein Echo. Ja. Kann sein, ja. Ich bin auch nicht wieder raus. Aber manchmal ist das so, ich brauche diesen Druck vom Rennen, um schnell zu fahren. So, bitte mal raus. Unglaublich. Jo, Oliver. Tschö, Olli. Ich habe im Qualifying und im Training bisher nicht einmal das hinbekommen, so eine Zeit zu fahren. Ich verstehe das nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber stellenweise bist du halt auch einfach irgendwann so drin, ne? Weiß halt, wie du dann damit umgehen musst und alles. Das ist richtig gut für Freitag. Hat mich schon ein paar Mal jetzt gehabt. Ich hab dann Tuning gemacht oder so und hab dann, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwo eine 2 Minuten 0, also 2 Minuten glatt oder so zum Beispiel gefahren und dann fahre ich irgendwo ein Rennen oder so und dann fahre ich eine 1,59. 6 oder so, auf dem ich nochmal 400 zu schnell oder so. Also du, wie gesagt, halt dann irgendwann drin bist. Du weißt halt irgendwann, wie du das Ding halt bewegen musst. Ja, das stimmt allerdings. Du lernst jetzt sozusagen selber aus deinen eigenen Fehlern. Weißt du, so von Runde zu Runde, von Kurve zu Kurve, und merkst, okay, so und so. Da ist vielleicht der zweite Gang besser, da vielleicht der dritte Gang besser. Da kann ich rollen lassen, da muss ich ein bisschen abbremsen oder sowas. Olli, bis zu deiner Zeit sind nur 1,2 Sekunden, ne? Aber das ist so eine Menge, das ist unglaublich. Das musst du halt auf jede Runde rechnen, ne? Das macht ja alleine im Rennen, wenn das jetzt permanent nehmen würdest. Nein, ich meine auch pro Runde, die musst du erstmal irgendwo rausholen, die 1,2 Sekunden, ne? Jetzt stell dir mal vor, du auf den Norbert oder auf den Pascal, ne? Nochmal eine Sekunde. Auf Pascal fehlt mir ja nicht mal eine Sekunde. Ja, Pascal hat bestimmt unmarkiert, war er schneller vielleicht. Ja, das sind ja die markierten Zeiten. Ja, unmarkiert hatte ich eine 3 gehabt. Also 51,3 oder was. Okay. Aber ich sag mal, wenn es eine Sekunde ist, Olli, auch zum Norbert, die musste erstmal irgendwo schneller fahren. Ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, das sind selbst hier jetzt den Unterschied zwischen dem Olli und mir, das sind 2-3 Kurven sind das stellenweise schon. Bestes Beispiel für mich war Suzuka. Bei uns beiden, Pascal. Das hat so Spaß gemacht. Und das ärgert mich immer noch mit diesen verfickten Zeitstrafe. Das wäre einfach einmal erster Platz gewesen für mich. Tja, Olli. Aber shit happens. Pascal fährt halt schnell und sauber. Ich weiß, das willst du nicht hören, aber... Ja, nein, ich habe ihn nur rausgeschoben und ich hätte die Zeitstrafe bekommen. So ist das nämlich. Man legt doch Protest ein, aber jetzt ist schon zu spät. Soll ich euch mal was erzählen? Ich habe Dieten geschrieben gehabt, was passiert ist, weil er in der letzten Runde so langsam geworden ist und nochmal 3 Plätze verloren hat. Er hat gerade geantwortet, Schaden durch Melanie beim Überrunden. Ja, nicht der Erste und Einzige. Wie mir. Ja, auch passiert. Oh oh. Was ist denn los? Neue Lobby wird aufgemacht. Ach so. Im Disconnect. Kannst du mich mal hier nicht so von der Seite anschnurren? Was?
Nicht mal von der Seite anschnurren. Meine Katze sitzt hier neben mir und schnupp mich auf Augenhöhe von der Seite an. Das ist voll beängstigend. Ach so. Was soll die Katze denn sagen, wenn sie dich sieht, Olli? Oh, das ist aber ein hübscher junger Mann. Vielleicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Alles klar, Benny. Aber ich mag den Rudi, den dicken, fetten Kater. Ich muss noch schneller werden. Auch so ein Garfield oder was? Wir haben einen Garfield, aber er ist, Warte, ich schick den Bild. Doppel-Garfield? er ist ein Doppel-Garfield, ja. Ja, also auch ein Garfield, der ist nicht ganz so dick, ne? Wie der Garfield. Gott sei Dank. Also meine Katze, was wiegt die? 7,5 Kilo? Okay. Aber der ist recht groß. Ich glaube, so viel wiegt man jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Wo ist denn Pascal? Pascal, ich hab dich doch letztens hier irgendwo da bist. Nee, ganz so dick soll mein Kater auch nicht werden. Ist auch nicht so cool. Das sind bei ihm die Gene. Ich hab die Bilder geschickt bei Discord. Jo. Ah, jetzt kommt was, ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Na, okay. Garfield, Dinge, es ist selbsterklärend, weil Garfield wäre. Naja. Und der so liebevoll gucken will. Das ist Odin, der dicke Fette. Gucken will. Odin? Odin, ja. Aslan, Odin und Ayla. Einer bekloppt als der andere. Was, Aslan? Und deine Katzen auch Fuß wie die Schissen. Wie mein Onkel mal gesagt hatte. Weil mein Onkel wohnt bei mir noch mit dem Haus. Und wenn er dann mal bei mir hier oben ist oder so und dann mein Kater da ankommt und dann krault er immer so, dann tut er jedes Mal mit seinem Kopf immer so unten am Schuh immer so anreiben, weißt du, so vorne am Spannen. Das macht der Rote auch. Dann irgendwann kam er dann und sagte dann so, sag mal, sind wie alle Katzen Fuß wie die Schissen oder was ist mit dem los? vielleicht riecht der Fuß so schön nach Käse. Also das machen die halt überall, ne? Egal was es ist. Ja. Ob das jetzt irgendwie ein Schrank ist, ob das ein Stuhl ist oder ob das was weiß ich. Meiner hat immer voll mit seinem Kopf vor das Bein, so busch. Ja, oder sowas, genau. Oder die lehnen sich dann so mal so an und so. Meiner, der hat sich auch schon ein paar Mal so einen halben Purzelbaum gerissen. Ganz kaputt, ja. Was ist das? Hui, 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 hui. Können wir weitermachen? Wir werden müde. Wo ist Olli eigentlich hin? Der ist schon gegangen. Obwohl ich bis 9 gepennt hab. Da war ich. Alter Mann, es hat lang. Da war ich schon draußen im Garten am Lochen. Ja, und man hatte bei ihm Echo. Extrem. Also ich zumindest. Hallo Echo, Echo, ja. Echo. Hallo Otto, Otto, Otto. Im Buch der Friesen steht geschrieben.
Ich hab das, mein Bruder hat die noch als Schallplatte. Oh Gott! Die aus den 70ern, Otto versaut Hamburg und noch eins, aus den, was war das, 70ern waren die, ne? Ja, ach hier mit Hänsel. Oh, das ist geil. Mit Hänsel und Gretel. Geil. Aber auch schon ein alter Mann mittlerweile, der Typ. Mhm. Über 70 schon. Hab den schon zweimal live gesehen. Der lohnt sich bestimmt live, oder? Das geht. Ja, heute ist das nicht mehr so witzig, finde ich. Nee. Ne? Damals hast du dir darüber echt den Arsch abgelacht, aber heute... Wenn ihr Prime habt, müsst ihr mal LOL gucken. Da hab ich schon, ich seit gestern. Gehört, ja. Oh, Alter, da lachst du dich ja weg, wa? Absolut. Hast du schon fertig? Ja, wir haben schon fertig. Hätte ich nicht gedacht, dass er das R gewinnt. Also nee. Sein, ja. Aber der hat eine Stein, ja. Stein, einfach nur Stein. Aber ich hatte mir gedacht, dass Max das gewinnt. Ja, aber. Ja. Verratet ihr jetzt mal nicht zu viel oder so? Nein. Wir verraten dir nicht, dass Bulli Herbig gewonnen hat. Aber ich sag mal so, ich hätte nicht länger durchgehalten als Barbara. Niemals, nie nicht. Ich hätte da keine 5 Minuten drin ausgehalten bei den Leuten. Ja, ich guck jetzt hier, wie heißt das nochmal? LOL, Love. Secret. Achso, ich dachte Secret Tänzer oder was das heißt. Auf RTL. Nein. Jetzt läuft auf RTL, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das guckt meine Frau gerade. James Dean? Nein, hier mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und hier... Oh, das ist ein James-Dean-Film. Was denn? Sie wissen nicht, was sie tun? Ach, mit Marlon Brando, oder? Ja, mit James Dean und Marlon Brando. Ist das ein Film? Natürlich. Und, ja klar, von 58 oder so. Entschuldigung. Ich war ein TV-Junkie. Ich habe alles geguckt, von 50er Jahren bis heute. Ah ne, denn sie wissen nicht, was passiert. Von 55 ist der, den du meinst. Ja, oh, Drama, Romanze ist das. Mm. Oh. So einer bist du. Ja, klar. Ganz feuchter quasi. Mm, da guckt er bestimmt noch so Dirty Dancing, Bodyguard. Nein, null. Bodyguard war nicht schlecht. Aber nur wegen der Action-Szene. Ja, und wegen der einen Szene, ne? Ist Bodyguard der Til Schweiger-Film? Wo sie die Beine übereinander schlief, war das Bodyguard? Nein, das war Basic Instinct. Ah ja, genau. Basic Instinct, genau. Oh, geiler Film. Ob ich auch... 9,5 Wochen. Da war sie noch jung, die Oma. Ja, es gibt schon geile Filme so aus den alten Zeiten. Absolut. Auch die Kriegsfilme von damals, die sind auch ganz anders. Ja. Was sind denn für dich die Kriegsfilme von damals? So gesprengte Ketten. Oh, geil, hab ich hier, ne? Auf Blu-ray. Ja, das ist echt ein geiler Film. Der längste Tag, wo auch ey, 3 Stunden, auch geil, schwarz-weiß glaube ich sogar noch, obwohl bin ich mir nicht so sicher. Wie heißt denn nochmal dieser eine Film, wo die sich da so ein Sniper-Battle gegeben haben, aber ich glaube der ist... American Sniper? Ach, nein, nicht American Sniper. Ach Mann. Ja, das ist schön, ich meine, wo der eine den anderen sozusagen durchs Visier dann noch einen Kopfschuss dann verpasst hat oder so. Ja. Der Russe und der Deutsche da. Mhm, genau. Ja. Oh, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein. Der war nämlich auch richtig geil gewesen. Hab ich auch hier. Der ist richtig geil, ja. Ich hab nämlich auch mal ein Video gesehen von einem Typen, das ist ein ehemaliger Sniper, aus der US-Armee, und der hat mal so, sagen wir mal, bewertet diese Filme, wenn es irgendwo so Scharfschützen und sowas irgendwie betrifft halt, ne? Sagen mal so reagiert oder halt mal halt gemeint, was welcher Film so am realistischsten ist. Und da gehört der Film auf jeden Fall zu dem beruht ja auf wahren Begebenheiten. Platz 1 Film, ja. Also was gegeben, das ne, den Typen. Mhm. Ja. Direkt zu Full Metal Jacket. Hitchcock, oder wie der heißt. Gut, Full Metal Jacket ist Kult. Aber dann ja, auch... Aber Alfred Hitchcock, glaube ich, hieß der. Dieser Scharfschütze, der das mal diesen Schuss gelandet hatte. Der war sowieso cool gewesen. Aber ich finde, bei Full Metal Jacket kann... Also gucke ich ja mittlerweile, wenn der läuft, die erste 3-4 Stunde an und dann... Schalte ich auch wieder. Wobei ich sagen muss, Soldat James Ryan, der Anfang, das ist schon echt ein anderes Level Kriegsfilm gewesen, ne? Ja, gut, das stimmt auch. Zu dem, was man vorher kannte, ne? Also, und das war schon echt krass.
Oder was auch gut ist, was so indirekt mit dem Krieg zu tun hat, hier, das ist, der ist relativ neu, The Memorials oder wie der heißt, wo die die hier ganz, wo die die Gemälde und so, ja, das mit Tom Hanks. Ach, Monuments Man. Ja, genau, Monuments ja, ja, Man, ja. Der war auch gut. Ja. Ja, den haben wir im Krankenhaus noch angeguckt, vor lauter Langeweile. Ja, was willst du anders machen im Krankenhaus? Ich weiß genau, wovon das redet. Die Konsole mitgenommen. Ja, klar, hab ich ihm auch vorgeschlagen. Ist ein Chef, hat dann reingekommen. Moment, ich bin gerade auf dem ersten Platz. Ja, genau. Nee. So Switch oder so hast du nicht, ne? Nee. Pascal, ich weiß, wie der heißt. Enemy at the Gates. Ja, genau. Mir ist gerade eingefallen. Mhm. Enemy at the Gates. Stimmt, ja. Ja. Echt ein guter Film, ja. Das ist mega. Ich habe mir auch mal eine Doku mal angeguckt, aber ich finde die leider nicht mehr. Die war nämlich echt gut gemacht. Also nämlich sämtliche richtig guten Scharfschützen. Also die echten halt, das ist nicht wie von Filmen oder sonst irgendwas halt, so die echten haben sie halt dann da benannt und wie viele Abschüsse die da gemacht haben und was für verrückte Dinge die da getrieben haben, was ich nicht alles und so. Da war nämlich wie so dieser Hedgehog, der war der verrückteste von allen überhaupt gewesen. Vor allem musst du überlegen, die liegen teilweise da 8 Stunden, ne, um einen umzulegen. Oder noch länger stellen wir uns. Oder noch, oder noch länger. Mhm. Muss ich mal reinziehen, ey. Das ist heftig. Mir schläft schon nach 10 Minuten das Bein ein. Ja. Der ist sogar im Prime mit drin. Nee, doch nicht. Schade. Was, welcher? Doch, der ist im Prime mit drin. Oh, cool. Kann ich mir den ja die Tage mal angucken. Enemy at the Gates. Ja, oh, der ist mega schön. Geil. Mhm. Ja. Also ja, meine Freundin so ein bisschen, aus. Also auf russischer Seite, ne? Das kann ich euch vorweg sagen. Ja, ich kenne den. Ich habe den schon mal gesehen. Aber solche Filme kann man sich immer mal wieder angucken. Ja, das stimmt, ja. Ist es bei euch oder bei dir, Norbert, auch so, dass du sowas alleine gucken musst und deine Frau immer sagt, nö, das gucke ich nicht? Nö, da sind wir eigentlich nicht so. Nee. Sie guckt auch mit mir hier, sag eben, mit D-Max und so guckt sie mit mir auch hoch und runter. Okay. Und Melanie ist weg. Ja, zum Glück. Haben sie jetzt geändert? Keine Ahnung. Haben sie jetzt eigentlich geghostet? Was, die Berundeten? Ghosten ein, ja. Achso, haben sie es jetzt? Ja, was finde ja. Find ich aber schade. Ja, schon. Aber was sind denn Nachzügler, die immer überrundet werden? Alle, die überrundet werden. Ja. Ja, es war immer nervig da, wenn da mal was passiert, aber ich finde es auch immer schade, wenn es weg ist. Aber ich meine, das gehört dazu, ne? Richtig. Ja. Die halt nochmal den Realismus halt noch mit beibehalten. Aber die in der Regel hinten fahren, wissen halt auch nicht, wie man vorne fährt und dann halt entsprechend das wurde sich gerade in den weiter auf seiner Linie zu fahren und nur vom. Naja. Aber die Startaufstellung passt nicht, oder? 2, 4, 6, 8, 10. Startplatz 11. Einfach nur zu wenig nach hinten. Das liegt ja nicht Karte. Vorne, oder? Ach doch, der ist 10. Ne, der ist nicht 10. geworden, der ist 11. geworden. Der Alex. Ich schreibe Artus dann nochmal. Ich war 12., der war vor mir. Papagallo war doch 10. Alter Freunde. Also wenn wir so weitermachen, fahren wir um 11 los. Der nächste hat einen Disconnect. Eieieiei. Das ist ja eigentlich Thema. Einmal mit Profis. Da bist du aber, ich wollte ja gar nichts sagen, ne? Ich fliege auch oft genug raus hier. Und Papagallo. Und Papagallo, der war doch nicht 2. Der war 10. Ja, dann ist der 1. Und Slix ist 11. gewesen. Ja, siehst du dann. Der ist hinter dir. Ja, der startet hinter mir. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber ich war ja hinter dir. Ja. Ja, ich stehe richtig, aber zwischen uns, Norbert, muss. Slicks und Papagallo muss nach vorne. Dann stimmt, oder? Was mit den anderen? Ja, hier oben passt auch noch so einiges nicht. Dieken ist auch noch. Wäre, wenn ich jetzt so gucke, Dieken wäre als.
Stimmt, der wäre weiter vorne. War glaube ich auf dem 5., 6. oder so. So, dann müssen sie noch aussortieren mit den Disconnects. Ja gut, Boris hat als erstes einen Disconnect. Erikor passt, Wollos passt. Wer fehlt denn jetzt noch außer Melanie? Ne, wir waren gerade 22 am Start, ne? Der Rodrigo fährt auch nicht mit. Doch, der Rodrigo steht als Vorletzter. Rodrigo ist da. Ja, ist er wieder dazugekommen? Ist ja. Er drin, ja. Aber der Pre-Warp ist dazugekommen, der ist vorher auch nicht mitgefahren. Die Startaufstellung passt nicht. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, ein Elfter. Ah, Moment, ich gehe mal kurz rüber in die andere Party. Jetzt kommen alle. X-Lex. Ja, noch ist Platz. Ich gebe dem Retro-Puppe mal ein X. X-Lex. Chat. Ich chat mit der Retro-Puppe. Ich würde mal eben eine Nachricht senden. Alex? Gucken, ob er versteht, was ich mit dem X meine. Warum starte ich als Elfter? Weil du umgekehrt rein. Als Zehnter muss er. Ja, als Zehnter. Deswegen, die Startaufstellung, die passt nicht. Oh. Aber ich hab Xen. Und Papagallo müsste, ne? Hast du eben. Elf. Papagallo ist elf, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt zwei. Gut. Einmal eine Nachricht von Retro-Puppe, was schickt er denn? Mal kurz gucken. Ja, alles gut. Eine Nachricht geschickt, Retro-Puppe? Nee, ich warte auf Gino, schreibt er. Ja, toll. Ah, Gott. Von einem bekommen. Hat ein Durcheinander. Was echt sehr, sehr gut war. Und er hatte da das nämlich auch so eingestellt, dass er die Federung vorne komplett hochgeschraubt hatte und hinten komplett runter. Hast du noch mal mehr Höchstgeschwindigkeit. Stimmt doch immer noch nicht, Norbert. Und ja, Papagallo bei uns war doch jeweils nicht. Hat man das auch gesehen und bei den anderen, die haben das oder wahrscheinlich hat der den noch gehabt, überholt, ja gut, was weiß ich, vielleicht doch. Ja, lass es jetzt so, Hauptsache fahren, ne, endlich. Oh nein, jetzt fahren wir in Dämmerung. Mm. Da sind die Spiegel ja schwarz. Oder? Keine Ahnung. Habt ihr ja so nicht das Problem. Dass man nicht einstellen kann. Dass man nicht einstellen kann, wie die Uhrzeit man einfach hat. Das ist halt das Schöne bei ACC. Kannst du genau sagen, auf den Punkt, wie spät geht's los. Zumindest immer die vollen Stunden. Ja, reicht ja vollkommen. Stimmt, ja. Komm, Olli, mach mal bereit, dann können wir loslegen. So, hä, ich hab doch bereit. Nee. Ich bin immer gegen Mittag immer gefahren, so 12, 1 Uhr. Doch nur aber. Hey! Viel Spaß, viel Erfolg, ne? Ja, jetzt wird das Gedränge groß. Bleib gesund. Mhm. Oh, schon wieder Retro-Puppe, ey. Oh. Immer positiv denken. Ach, Retro-Puppe. Oh, wir fahren los. Aber wirklich los? Oh ne, ich starte außen. Geghostet. Wir sind geghostet. Nein, das ändert sich gleich. Okay. Ja, wir sind komplett geghostet. Hä? Ja, bremst ab. Das bringt so nix. Was ist das denn hier? Und Abbruch, ne? Ja, X-Lix kommt auch schon raus. Ja, ja. Jetzt festgestellt. Oh, Freunde der Nacht. Retro-Puppe fährt und fährt und fährt und fährt. Ja, dann geh du doch auch raus. Ich glaube, ihr seid die einzigen beiden, die noch am Fahren seid, oder? Nein, ich bin noch. Nee, Retro-Puppe ist noch drin. Ja, vier Leute fahren noch. Die denken wahrscheinlich, geil, Disconnect alle. Ja, wieder die Wahl. Genau, manchmal geht das weg mit dem Ding. Ja. Mit dem Ghost, aber diesmal war nicht. Nee.
Es kann sein, dass du am Start einmal ganz kurz gepostet anzeigst und dann verschwindet das wieder. Olli, du brauchst auch keinen Haken reinmachen, du musst die Einstellung ändern. Alter, das ist 5 vor 10. Kollisionsmodus waren, immer aus, steht da. Ja, 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 wir waren vor ja. 25 Minuten mit dem ersten Rennen fertig. Immer ein. So, jetzt haben sie es immer so, ein. Jetzt ist immer ein. Genau. Nachzügler Ghosten ein. Ja, jetzt haben sie es so gemacht. Ja, dann passt es. Oh Mann, oh Mann. Ja, Host sein ist nicht so easy. Nee. No, Ali? Nee, ist das auch nicht. Du musst so viele. Du darfst dich auch nicht stressen lassen, ne? Nee, aber deswegen, grad, wenn ich hoste, ich speichere meine Einstellung. Ja, das stimmt. Dann das mache ich auch. Brauche ich die nur einmal laden, fertig. Aber es gibt ja auch nur eine Handvoll, die man im Prinzip ändert. Die musst du gegenchecken. Ja, richtig. Und dann. Oh, Melanie, du machst deinen Haken da rein. Oh, ist das so schwierig. Ey. Meine Fresse, ey. Das ist wie bei Tora ist das, ey. Nach dem Neustart geht erstmal der eine, der geht dann erstmal pinkeln, der andere geht rauchen. Ey, da fragst du dich auch, hallo Leute. Wäre ich da auch denn die Leute von Tora, ne? Also hätte schon längst mal was gemacht, ey. Das wäre mir viel zu blöd. Ja, ich würde maximal, würde ich dann sagen, nach dem Neustart eine Minute warten. Wer dann nicht einen Haken drin hat, einfach draufdrücken, starten, ja. Hat Pech gehabt. Eben, genau. Ja. Ja, und wer dann nochmal auf die Toilette muss oder so, der, ich mein, ja. Hast du auch nochmal auf die Toilette. Ja, aber Assetto gibt es auch Zeiten, oder? Und wenn die Zeit abgelaufen ist, geht das Rennen los. Ja, richtig. Ne, jetzt. Ich verstehe das nicht. Als letzter raus aus dem Rennen und jetzt die Knick kommen. Ah. Oh, Alex, drück drauf. Da können wir auch drauf verzichten. Ey. Ist Melanie in der Telegram-Gruppe? Nee, ne? Nee, aber es ist drüben. Ja. Aber es ist drüben mit in der Party. Das verstehe ich ja nicht. Ja, na gut, vielleicht schon raus. Vielleicht sind die ja auch. Vielleicht hören die auch gerade nichts von dem oder so. Ich hab dem jetzt gerade mal geschrieben, bereit drücken. Also, okay, dann kann ich mal sparen. Ich habe übrigens das erste Rennen gespeichert, ne, soweit er das halt macht. Ja, bei 22 Autos könntest du Glück haben. Viertelstunde, ne? Ja, eine Runde. Ey. Es ist schon 10 Uhr. Ja, komm, jetzt ist er weg. Ja, so, danke. Alter. Schau, rausgeworfen. Mit der Aare-Partei. Ja, oder? Nee, aber Alex. Das hab ich auch gemacht. Aber Alex macht das dann auch. Wenn das zu lange dauert, raus. Ja. Ist ja auch richtig. Ja, ist auch richtig. So. Ja. Ich meine, wie gesagt. Da Leute, die müssen, keine Ahnung was, morgen vielleicht wieder arbeiten oder wie auch immer. Grüß. Oder wollen Bier trinken, so wie ich, ne? Ja, das kann Beispiel oder so. Das kannst du auch während der Fahrt. Nein, du musst pinkeln. Oh, dieser Start bei meinem Ding, ey. Komm, nicht komplett. Dann hast du deine Übersetzungsscheiße eingestellt. Ich glaub's auch. Ich hab den ersten Gang etwas kurz. Oh, Papagallo, was soll das denn? Oh, meine Fresse, ey. Wieso lenkst du nicht rüber,
gedampft, ey. Mann, Mann, Mann. Ja. War der vor dir, Pascal, der sich daraus gedreht hat? Ja, ja. Der versucht sich da durchzuquetschen, ich fand, dann kam aber auch nicht weg. Da haben dann alles halt weggedreht. Wir haben alles abgebremst, aber. Ich warte jetzt auch ganz sicher jetzt auch nicht die ganze Zeit, bis der jetzt aus dem Kiesbett rauskommt. Olli, Vorsicht. Na, schon gesehen. Was kostet mit Zeit hier oben? Ich würde auch gerne schneller. Bremst dich daneben. Würde das lassen. So, nur mal Hüder vorne. Vielleicht ist eine Schlangenlinie oder was? Wer? Rumleckt. Mit dieser Puppe. Alter, der Boris ist krank, ey. Hm? Wo hat der denn überholt, bitte? Leck mich am Arsch. Aber Boris, darfst du keine Tür auflassen? Das will ich auch gar nicht.
Hab ich gar nicht. Der kam. Ja, keine Ahnung. Pervers, oder? Der kam aus dem Nichts und durch zwei durch. Aber das nicht funktioniert bei denen halt auch, ne? Ist, unfassbar, ohne zu berühren, ne? Durch diese Links-Rechts, wo gar kein Auto durchpasst. Wenn die gerade rüberziehen oder so, dann kann das schon mal passen, ja. Endlich fahre ich wieder meine 50er Zeiten. Jetzt passt das Setup auch. Was hast du gemacht? Ein bisschen mehr Flügel. Mhm. Und schon laufen. Schon laufen wir die 50er 7er Zeiten wieder. Robert, wer ist das vor dir und der Frog, oder? Ja. Komm in, Pascal. Ja, alles gut, fahren wir erstmal. Alles. Ah, ich bin so dämlich, ey. Guck dann, wenn dann irgendwie auf der Geraden oder so in Kurven, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, ich wollte ja, aber ich hab den Einlenkpunkt verpasst. Dieken, zeig mal, was du drauf hast. Ach, wenn wir den Leo BD geben, das kann man sich auch immer schön betteln. Ja, die wissen auch, wann Zeit ist, Platz zu machen, oder? Die lassen einen den Freiraum mal fuck. Ja. Ja, die fahren wir schon sehr, sehr fair. Ja. Die sind auch fix unterwegs. Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. Thank you.
Irgendjemand in sich, wo Boris ist? Nee. Okay. War schon in der Box. War das viel zu früh? Keine Ahnung. Nee, ist viel zu früh. Kriegt da nicht durch. Reifentechnisch. Ja, weiß ich nicht. Kann sein, aber da war schon in der Box gewesen. Ja, hätte ich nicht drauf geachtet. Der war nämlich vorhin vor mir gewesen, der hat mich dann hier geholt gehabt. Und dann ist er dann in die Box von mir. Okay. Das war in der dritten Runde oder so. Ne, ist trotzdem zu früh. Ach. Fucking Körbs hier. Nächste Strecke war ja, glaube ich, nur finden, ne? Ja. GP-Kurs, oder? Ja. Mhm. Nächstes Season steht noch Schleife an, das ist. Ja, genau. Ob das mal was wird, ey. Das wird sehr interessant. Das wäre geil im GT gewesen, da kannst du die fahren wie auf Schienen.
Ja, was ist ein Headset geht da leer. Ja. Ich hatte gerade von so einem Turtle Beach dieses Düt-Düt-Düt, wenn die Akkus schwach werden. Aber da Olli nicht mehr redet, gehe ich mal von aus, dass sein Akku leer ist. Nee, noch ja. Ich hab auch nichts gehört. Mir. Das kann auch gut sein. Jo. Nein, ja, was ich jetzt aber jetzt angeschlossen. Läuft ja schon ein paar Stunden das Headset. Also ich muss sagen, Olli, bei uns werden das mit dem Sand Ausrutscher mehr passieren als hier oder vielen in der GT3 am Freitag. Da werden unheimlich viele ins Kiesbett rutschen. Ja, ich glaube auch. Ich hatte so schnell eine Kurve da. Da fliegen einige ab. Nein! Ach! Ja, fick dich, Forza. danke. Na komm, was bleibt da jetzt stehen? Boom, 50-2.
Aber ich fahre Mitte 50, fahre ich mittlerweile so konstant hier. Jetzt mit dem Setup, das ist Wahnsinn. Eben ein paar Klicks verändert und schon läuft die Hütte. So nicht, Gott. Ich geh mal Boris auf und schieb. Achso, Boris steht, okay.
glaube, Boris kommt da hinter mir. Ja, alles gut. Ich habe ihn schon im Auge. Ich will seine Reifen tot haben. Deswegen bin ich an die Box. Also Platz 9, glaube ich. Nee, Platz 4 ist er. Achso. Platz 9 ist Böke gegen so. Achso. Aber seine Reifen müssten so langsam anfangen einzubrechen. Ab der 20. Runde müssten die fast tot sein. Quatsch. Der Andi hat was anderes gemacht. Ja, Andi. Erste Runde Stopp und dann Hücken. Das kann er mir ja mal zeigen. Nächste Woche. Hab ich auch gesagt. Das wird. Schön, sage ich. Aber mich lässt in Ruhe, gell? Sowieso nicht. Das ist ganz easy, hier im One-Hand vorbeizukommen. Ja, voll. Also links, rechts, hier alt. So.
wieder so minimal drüber. Na, thank you.
Glückwunsch. Und nochmal der 15-2 zum Schluss. Norbert. Okay. Glückwunsch. Alter, die fallen mit dem X-Bow eine 48-8. Mit was? BMW M3 GT2, eine 49-2. Hab ich nie geschafft mit dem Ding. Nee. Und nochmal ein 100 ist verbessert, jawohl. Guck mal, der erste Ferrari ist, bitte, wenn du Zeit hast. Ah, hab ich Zeit? Weiß ich nicht. Wenn ich dann nicht, dann guck ich selber. Erste Ferrari. Ich glaub, den wirst du hier eine ganze Zeit lang nicht finden. Ach, hier ist einer. Ah, doch, da. Welchen fährst du? Du fährst jetzt Scuderia, ne? 51. Ja, dann ist der Platz, ja. Platz 26, eine 49,7. Ja, okay. Jawohl, aber der ist Pascal. Hardcore Tübi, der ist verdammt schnell, der Typ. Mhm. Ja, ich bin gleich wieder da. Stimmt. Hm? Bin gleich wieder da. Jo. Hm. Ich hol mir jetzt auch ein Bierchen. Ja! Endlich! Wir haben leider die Runde nicht gut durch hier. Leider. Ja, puh. Wäre ich weiter vorne gelandet, machen wir sie. Mit schnellste Zeit. Also ich muss sagen, ich bin raus aus der Box. Dann hatte ich Boris permanent, wir hatten eine Zeit. Wir haben uns nichts getan. Mhm. Nee, ich habe vorhin durch den Boris hier halt auch nochmal Zeit verloren wie sie. Mhm. Der ist, wie gesagt, der hat schon vor mir gewesen. Dann ist er, also er war erst hinter mir, dann hat er sich durchgequetscht gehabt, dann war rechts noch neben ihm noch einer gewesen. Und bei mir war auch noch, also wir waren glaube ich zu viert oder so, dann war nebeneinander, dann hat er quer durchgequetscht. Okay. Ja, das ging natürlich nicht gut, ja. Und dann haben wir uns halt verhakt und dann hat er sich weggedreht. Ja. Hat uns zwar noch abgebremst ein bisschen, aber ich mir auch gedacht, ich warte jetzt nicht, bis der jetzt da aus dem Kiesbett rauskommt. Rot. Das ist für Olli, die nur noch sauber fahren, die 51,8. Noch nicht mal eine saubere Runde schafft er. Unfassbar, der Typ. Schmeiß den raus. Ja, echt. Olli, fährt noch nicht mal eine saubere Runde hier. Mal aber echt Abmahnung. Mhm. 50-2, leck mich die Tasche, ey. Mhm. Der Boris 50-5. Der Cheater. Das ist auch persönliche Bestzeit jetzt bei mir. Da kann ich Andi wieder. Wieso muss Andi hier dann Bestzeit gehören, oder? Heute glaube ich 50,7 oder 8 hoch irgendwas. Aber Boris ist ja auch schon eine 50,2 glatt gefahren im Kindern, okay. Und, aber er hätte um einiges mehr Power, ne? Raus. Ja, wo steht denn der Andi? So ein auch gerade. Ah, hier. Mit dem Nissan. 50,7. Ja, sag ich ja. 7,7,2 ist er gefahren. Hm. Na denn? Ja, ich kann mal meine nicht ran vom Aston Martin. Ach, das sind die, ich glaube, hier mal im Cayman Cup gefahren. Genau, deswegen stehen hier so viele von denen im Cayman dran. Ach so, das kann man, ja, okay. Ja, die sind mal im Cayman Cup gefahren. Bin ich auch mal ein, zwei Rennen als Gaststarter mitgefahren. Wollte ich mal gucken, ob ich bei Kami mithalten kann. Keine Chance.